Fluter aus Nordrhein-Westfalen, von wegen, alles cool. Ich stehe hier mit Mirko, der kommt auch immer zu Baustoffspenden NRW in Erfstadt und wir wundern uns manchmal, weshalb er so viel Ware mitnimmt. Aber wenn man sieht, wie es hier ausschaut, dann wundert mich das jetzt nicht mehr. Es ist die absolute Katastrophe hier am Gelände. Das Haus hier, wo wir stehen, ist das zweite Haus von euch, ne? Genau. Das stand sozusagen fast komplett unter Wasser, ne? Genau, bis oben unter das Giebelfenster. Wahnsinn, und drin sieht das auch nicht besser aus. Hier fließt die Urft, meine ich, ne? Direkt genau. Rechts neben uns. Also schaut mal hier, da hinter dem Baum, da ist die Urft. Da gehen wir nachher auch mal hin, weil die Straßen hier, manche sind fertig und manche haben noch nicht mal angefangen. Es ist Wahnsinn, wie es hier ausschaut, teilweise in der Ecke. Aber jetzt mal zu eurem Schicksal. 2 Jahre, 1 Monat ist es her. Was ist bei dem Haus hier so das Problem im Moment? Das Problem war, dass der Antrag für den Wiederaufbau mehrfach abgelehnt wurde, weil es nicht selber bewohnt war, sondern vermietet war. Das scheint da so ein Riesenproblem zu sein. Jetzt ist er zum 5. Mal weg, der Antrag. Wir hoffen, dass er jetzt durchgeht, dass wir dann auch hier endlich anfangen können. Ja. Drüben das Haus, da seid ihr einigermaßen weit. Ich glaube, der Flur und Keller muss noch alles gemacht werden. Da haben wir noch 170 Quadratmeter Keller, die noch gemacht werden müssen und ein Treppenhaus. Voraussichtliche Fertigstellung dieses Hauses und des nächsten Hauses, wann seid ihr komplett durch? Und das Außengelände ist auch groß, das stand auch unter Wasser hier. Genau, das sind 3.500 Quadratmeter Außengelände. Die übrigens nicht über den Wiederaufbaufonds abgedeckt sind. Nein. Nur mal hier so, by the way, ist nicht mit drin. Das wird alles aus Eigenregie gemacht. Ich will hoffen, dass wir im Frühjahr oder Mitte nächstes Jahr endlich mal durch sind. Okay. Wie wichtig ist es, dass bei Baustoffspenden NRW in Erfstadt weitergeht nach dem 1.12. für euch? Also es hilft schon sehr gut, weil alles bekommt man über den Wiederaufbau auch nicht. Dann sind halt viele Sachen, die man dann in Erfstadt bekommt. Das hilft schon einem enorm, weil es sind halt enorme Kosten. Wie jeder weiß, sind die Baustoffpreise die letzten Jahre explodiert. Okay. Und das ist halt nicht einfach, alles so zu stemmen. Okay. Du bist handwerklich sehr geschickt, ihr macht vieles selber. An diesem Haus beispielsweise, hattest du mir, glaube ich, mal erzählt, da habt ihr eigentlich die letzten Jahre immer so, also vor der Flut, immer nach Feierabend noch gewerkelt, ne, um es noch einen Ticken besser zu machen. Und jetzt ist aber im Endeffekt alles zerstört und das schauen wir uns mal an, wie es ausschaut. Richtig. Dann also, wir haben heute übrigens den, ich guck mal gerade drauf, den 2. 2. September 2023, Flutgebiet Deutschland. Also, Deutschland, deine Flutbetroffenen. So schaut's aus hier im Moment. Also, die Decken sind raus. Und ja, der Schlamm, den sieht man hier teilweise auch noch an den Wänden dran. Und die Wasserschäden, hier ist auch feucht, ne? Also, das spürt man ganz deutlich auch, ne? Das Badezimmer, das ist da echt was vor euch, ne? Wahnsinn. Das Holz ist das mittlerweile, habt ihr mal gemessen jetzt in letzter Zeit? Offen, aber das kommt, das Ständerwerk kommt alles raus, das wird nachher alles aufgemauert. Okay. Es wird dann keine Trockenbauwände mehr geben, sondern alles nur noch massiv für den Extremfall, dass es nochmal passiert. Klar, also ihr sorgt vor auch fürs nächste Mal dann, ne? Okay. Ja gut, der Fluss ist halt direkt hier vor der Tür, was schön und idyllisch ist, aber hier jetzt auch wirklich große Schäden verursacht hat. Gab es eine Warnung bei euch vor der Flut? Ja, also die Feuerwehr ist mal da gewesen, die hat gesagt, dann es kommt nicht mehr viel, aber da stand das Wasser noch nicht bis am Haus und wie es dann fertig war, stand bis auf den letzten 1,50 Meter komplett im Wasser. Wahnsinn. Ja, wir gehen mal hinten durch hier. Ja, hier beispielsweise, ich glaube, das ist der Raum wahrscheinlich, würde ich tippen. Das war ein Kinderzimmer. Du gehst da am besten mal vor, du kennst dich ja hier besser aus als ich. Das war das Kinderzimmer, okay. Was ist mit der Wand da vorne? Die Wand ist durch die Flut rausgespült worden. Seitdem haben wir die mal provisorisch trocken wieder zugemauert, damit die Ecke nicht ganz rausbricht, weil auch das Dach drauf liegt. Aber man sieht überall die Setzrisse. Das war mal die Außenverkleidung des Hauses. Also ein schönes altes Holzhaus, ja. Ja, man sieht, da scheint auch das Licht von draußen noch durch. Abgestützt, könnte das noch retten oder ist es? Der ganze Anbau hier, der wird komplett abgerissen. Der muss weg, weil der ganze Ringanker nicht mehr tragfähig ist. Der ist überall gebrochen. Der ganze Anbau wird einmal komplett neu aufgebaut. Wahnsinn. Also, bin gespannt, wie lange ihr brauchen werdet dafür. Also, das ist ja schon mit nächstem Jahr, mit des Jahres schon eigentlich eher so eine positive Schätzung, würde ich mal sagen. Weil es ist ja nicht das einzige Haus, was von euch betroffen ist, das andere auch. Ja, auch hier sieht man noch. Auch den Schlamm an den Wänden. Ihr habt in der Flutnacht sehr, sehr viel selber gemacht, glaube ich, erzähltest du, ne? Genau, wir haben nach der Flut
hat mein Bruder, der im Tiefbau tätig ist, seinen Chef angerufen. Der hat einen Kettenbagger kommen lassen, der hat LKWs mit Container kommen lassen und dann haben wir halt in Eigenregie angefangen, unsere Straße wieder aufzuräumen. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Wir gehen mal ein Stückchen nach vorne. Auch hier sieht man den Schlamm noch, der noch Rückstände auf den Fliesen gelassen hat. Ja, und so zieht sich halt auch durchs komplette Außengelände. Ne? Also das ist schon, wenn man hier oben auch noch schaut, also der absolute Wahnsinn hier. Ja, auch hier natürlich Außengelände nicht abgedeckt über den Wiederaufbaufonds. Da vorne fließt der Fluss, für die, die jetzt gerade reingekommen sind, Fluthaus hier in Gmünd. Ne? Ja, Wahnsinn. Ja, wir gehen einmal durchs Gelände durch. Und von außen können wir das Haus auch mal anschauen. Also, so sieht das schnucklige Haus hier aus. Das war der Anbau, wo wir gerade drin waren, ne? Genau, der wurde einmal komplett abgerissen. Wahnsinn. Der muss leider weg. Der hat zu viele Setzrisse. Die Ecke von dem Anbau vorne, die war komplett unterspült. Das war ein Loch von 2 Meter tief, 2,5 Meter unters Haus und 2,5 Meter breit. Da hat sich das Wasser durch den angeschwemmten Müll, fing da an zu rotieren und hat die ganze Ecke ausgespült. Ja. Wahnsinn. Wir gehen mal nach vorne zur Straße hin. Und ja, das Außengelände, wie gesagt, das ist wirklich riesig hier, ne? Ja, das zieht Also, sich da das noch zieht auf sich bis hinten bis zur rum. Ihr habt das teilweise auch aufgeschüttet, ne? Genau. Ja. Hier diese komplette Ecke, die hat gar nicht mehr existiert. Die hier vorne? Genau. Okay. Hier, wo das Holz liegt, die Ecke, die war komplett weg, über 2 Meter tief. Die haben wir dann mit Flussbausteinen aufgeschüttet und dann LKW-weise Mutterboden wieder angeschüttet, damit man hier überhaupt mal sich wieder irgendwie bewegen kann. Wahnsinn. Also, ne, hier vorne, hier sieht man übrigens auch die Urft. Wie ist so der Wasserstand im Moment bei der Urft jetzt gerade? Ja, eigentlich normal. Das ist ein normaler Wasserstand hier. Genau. Das sind 30 Zentimeter so circa im Genau. Durchschnitt. Drüben auch die Uferbefestigung auch neu angelegt worden, oder? Genau, das hat dann so im Zuge des Wiederherstellens der Uferbefestigung hat die Firma Backes halt die Flussbausteine da reingesetzt. Außer hier auf der Seite, das haben wir ja in Eigenleistung gemacht. Da brauchten die Jungs dann nichts mehr machen. Wahnsinn. Viele Nachbarn hier sind auch noch mit dabei. Auch hier am Samstag heute im Flutgebiet, September 2023, wird aufgebaut. Aber manche haben nicht angefangen hier auch bei euch in den Straßen. Weiß man warum? Ja, das ist halt schwierig alles, ne? Hier, das ist ein älteres Pärchen. Bei denen fehlt auch noch eine Haushälfte komplett. Die können es selber nicht. Die warten auf Handwerker. Das ist halt alles nicht so einfach für ältere Leute. Ist es die schnelle und unbürokratische Hilfe, die versprochen wurde? Richtig. So schnell, so unbürokratisch, wenn man sich nicht um alles selber kümmert, dann ist man verlassen. Ja, und ja, hier sieht man es auch, dass das, was wir gerade besprochen hatten, ne? Also Fluthaus, der Schlamm ist vor der Tür und so. Sehen auch gleich viele Häuser aus, die ich euch noch zeigen werde hier in Gmünd. Einfach wirklich nur traurig, muss man sagen. Also man hat sein ganzes Leben lang auf dem Haus hingearbeitet, gespart. Auf manchen Häusern laufen sicherlich auch Kredite noch. Das hören wir immer wieder. Ja, Sicherheiten gibt es keine und Gelder müssen auch vorfinanziert werden. Ne? Richtig. Ja. Wahnsinn. So, den Anbau. Da ist auch noch nichts drin passiert worden, weil es halt ein älteres Pärchen ist. Da dürft ihr auch gerne mal gucken gehen, die Leute wissen Bescheid. Okay, dann gehen wir mal gerade hin. Magst du mich gerade mal vorwarnen, dass ich mit der Kamera unterwegs bin, ob das für die okay ist? Die wissen schon Bescheid. Die wissen schon Bescheid, okay. Ach Mann. Da an der Hauswand sieht man auch noch gut die Wasserlinie. Ja, das ist das zweite Haus jetzt hier, ne? Putz ist, ja. Fast mit dem Fenster. Ja. Wahnsinn, also jetzt hier vorne, ne? Ich zeig's mal gerade. Also ungefähr hier war die Wasserkante. Ein Wahnsinn. Ja, gerne mal euer Feedback rein. Situation, deutsche Flutgebiete, September 2023. So, wir haben jetzt einmal geklingelt. Hier riecht es auch ganz lecker. Wird, glaube ich, gerade gleich zum Mittag gegessen. Genau. Hallo, grüß dich. Zum Mittag. Hi. Ich bin gerade im Live-Video. Wir haben auch Zuschauer da. Ist das okay für Sie? Ja, klar. Ja, wir sind bei Social Media unterwegs. Wir sind so fotogen. Ja, hallo. Danke, dass ihr uns hier ein bisschen Einblick gewährt. Steven ist übrigens auch mit dabei. Endlich gefunden, ja. Und kein Problem. So. Oha. Kommen Sie rein, gucken Sie raus. Ui. Ja, hier ist noch, haben wir jetzt angefangen. Wie lange braucht er, bis er fertig ist? Habt ihr eine grobe Idee? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich meine, das eilt nicht, wir haben ja nebenan wohnen wir, aber
Hier müssen wir dann uns warten, bis dort die Handwerker da sind. Okay. Da darf man dann ins Bescheid, was die dann so sich vorstellen. Darf ich mal ein bisschen rumgehen? Ja. Vielen Dank. Gehen Sie rum. Also hier seht ihr mal, wie es ausschaut im deutschen Fluggebiet mit der schnellen und vulkanischen Hilfe. Wir haben ja eben mal schon über die Wiederaufbau, da lacht jemand im Hintergrund. Da lacht jemand im Hintergrund, ne? Ja. Ja. Steven war es nicht. Ihr habt gehört, das ist auch nicht zum Lachen, sagt er, ne? Das ist traurig, wie einiges funktioniert oder auch nicht. Ja, und das ist halt auch der Grund, weshalb Hilfsprojekte, gerade wenn sie den Wiederaufbaufonds noch entlasten, weil alles das, was wir ausgeben, muss von dort nicht mehr getragen werden. Noch dazu gesagt, ich bin heute natürlich privat unterwegs, wieder im Flutgebiet. Das ist immer so, wenn ich nicht bei Baustoffspenden in NRW bin, bin ich privat unterwegs, wo das mittlerweile auch eigentlich scheißegal ist. Denn ja, wir zeigen ja das, wie es ausschaut, den Ist-Zustand live, ungeschnitten, aus den betroffenen Gebieten. Nach über 2 Jahren, 1 Monat und ein paar Wochen. Ja. Also die Materialien stehen hier auch bereit zum Verarbeiten, aber es fehlen die Handwerker jetzt auch hier. Ne? Hier muss man im Badezimmer, muss man halt auch sagen, ne? Da muss man auch die Fliesen runter. Hier komme ich jetzt gerade nicht durch. Ja, aber so sieht es aus. Ne? Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn hier im Flutgebiet. Ja, ich sage schon mal vielen lieben Dank, dass ihr uns so einen kleinen Einblick gewährt habt. Kein Problem. Ich nehme euch jetzt nochmal mit auf die Straßen. Dir auch vielen lieben Dank. Kein Problem. Und wir gehen jetzt mal die Straße runter und gucken, wie es da ausschaut. Ihr könnt gespannt sein. Das ist bestimmt auch noch einiges, denke ich mal. Definitiv, ja. Man sieht es, manche sind fertig, das muss man auch sagen. Manche haben noch nicht mal angefangen, manche sind noch heute am Samstag mit dabei. Genau wie ihr. Vielen Dank, ja? Alles klar. Wir sehen uns bei Baustoffspende NRW wieder, ne? Gerne. Bis dann, tschüss. Ja, also hier das Haus, ne, auch betroffen. Das ist jetzt im Wiederaufbau schon recht fortgeschritten, haben wir eben gehört. Da hat man sich zuerst drum gekümmert. Ja, Flutgebiet, Wahnsinn. Also wir gehen mal die Straße hoch und gucken mal, was uns noch so erwartet. Also hier stehen übrigens die Materialien, die eben geholt wurden bei Baustoffspenden NRW. Also hier für die Fertigstellung, Sinopfolie und Material auch von Hasid, damit es weitergeht. Ja, und bei einigen geht es nicht weiter. Oder wirklich zögerlich noch. Hier sind ganz, ganz viele Häuser, wo man sieht, dass noch gearbeitet wird. Hat auch die Maschinen wieder im Hintergrund. Typisches Wochenende im Flutgebiet, während andere sich ausruhen und das Wochenende wohlverdient genießen, sind hier bei uns in der Region Menschen mit dem Wiederaufbau ihrer Häuser beschäftigt. Bei einigen sehen die Gärten auch schon ganz gut aus. Man sieht auch schon viele frische Farben an den Fassaden teilweise. Ne? Also es gibt auch Positivbeispiele, wo es gut funktioniert. Aber auch halt solche Häuser wie gerade. Wir gehen jetzt mal die Straße runter und verschaffen uns mal so einen kleinen Überblick hier. Wir waren hier auch schon mal gewesen. Das ist ein bisschen her. Die ganze Straße ist hier mit betroffen. Einige sind halt, wie gesagt, schon komplett fertig. Zum Beispiel auf der rechten Seite. Ja, und hier auf der anderen Seite. Da ist halt noch niemand mit drin. Das gilt hier für einige Häuser. Das schöne Bild. Ich sag mal, schauen wir mal das Haus rechts an. Super, null. Aufbau hat geklappt. Jetzt schau dir das hier an, auf der linken Seite. Ja. Ne? Da ist noch mitten im Aufbau. Also du hast beide Seiten. Ja. Man sieht beides. Ja, hier auch. Hat sich auch seit dem letzten Besuch nicht viel getan. Ja, schade. Und auch hier die Bürgersteige, das war letztes Mal schon ein Thema. Da weiß ich auch nicht, woran es liegt. Es kann verschiedene Gründe haben. Ja, aber manche sind auch schon deutlich gut weitergekommen. Hier gab es, glaube ich, auch eine Geschichte zu. Da gehen wir gleich mal rüber. Und zwar, ich glaube, das hier war den Helfern gewidmet. Das schauen wir uns mal gerade an. Was bleibt, sind Freunde im Leben, steht nämlich hier drauf.
Die Familie Miesler hatte uns noch mal von berichtet gehabt, wie das aufgestellt wurde. Was bleibt, sind Freunde im Leben. Und hier oben sieht man auch noch die Flutwelle. Ja, und auch hinten eine Art Zusammenhaltbank hier. Ja, stimmt, die gab es vom letzten Mal auch schon, so eine Flutbank. Ja, und wir gehen ein kleines Stückchen weiter. Und gucken mal hier. Hier sind noch Absicherungen, übrigens das THW, Technisches Hilfswerk, steht zumindest hier drauf. Und man sieht auch hier, wie mit technischen Möglichkeiten das Haus hier unterfangen und abgestützt ist. 2 Jahre und 1 Monat und einige Wochen nach der Fernkatastrophe. Also Metallschienen, dann Hydraulikpumpen zum Hochbringen des Hauses oder Abstützen vielmehr. Ja, und hat erstaunlich viele Fenster ohne Leben drin, hier in dieser Straße. Wie gesagt, andere sind halt schon komplett fertig mit dem Wiederaufbau. Tja, also ob es schnell geht mit dem Wiederaufbau, das müsst ihr selber beurteilen. Das Feedback vieler Betroffener geht halt in eine ganz andere Richtung. Und wir gehen jetzt gleich auch mal zum Fluss, der hier die ganzen Schäden verursacht hat. Die Urft. Hier beispielsweise wird wieder neu aufgebaut. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, beim letzten Mal ist das auch, glaube ich, ein Haus, was der Flut zum Opfer gefallen ist. Weiß ich aber nicht mehr genau. Da nagelt mich nicht bitte hundertprozentig drauf fest. Aber ich meine, das wäre so. Und auch hier an der Ecke haben wir oftmals schon gestanden. Also auch hier sieht man noch ganz deutlich, was alles noch im Argen liegt und gemacht wird. Ja, hier vorne hatten wir auch mal ein Interview mit der Betroffenen aus dem Haus. Und hier sieht man dann auch noch Fachwerk, was halt noch schwieriger ist. Da braucht es halt auch wirklich die Fachleute für, die sich mit diesem älteren Bausystem gut auskennen. Hier übrigens große Big Packs, Lehmunterputz mit Stroh, kennt ihr auch von uns. Die großen Big Packs haben wir nicht, wir haben nur kleine Säcke. Ja, auch hier sieht man die Schäden der Flut. Immer noch mehr als präsent. Ja, wir gehen mal hier oben auf die Brücke. Steven kann vielleicht schon mal das Auto holen, oder? Ja. Kann ich machen. Aber wir sind nämlich gleich noch unterwegs, danke Steven. Und wir werden auch gleich im Ahrtal noch sein. Und zwar dann Michael Lang. Ab ca. 3 Uhr. Also wer da gerne mal mit dem Radl hinkommen möchte, der tut das gerne. Dann würde ich mich gerne mal treffen. Also 15 Uhr bei Michael Lang. Ich bin da. Gerne vorbeikommen, wer Gesprächsbedarf hat. So, hier haben wir die Urft. Ich finde es immer erstaunlich, wie viele Leute als Hilfeverhinderer unterwegs sind, die kein Interesse haben, Menschen wirklich zu helfen, ja, die es nicht mögen, wenn man mit der Kamera im Flutgebiet unterwegs ist. Aber ganz ehrlich, ist mir auch wirklich Latte. Ja, wir schauen mal hier drüben. Also, da fließt sie, die Urft. Also, gemischtes Bild auch hier im Flutgebiet. Schauen wir mal, was hier noch so alles drin liegt. Ja, da sieht man auch relativ viele große Steine, die eigentlich wahrscheinlich früher zur Befestigung waren, die durch die Wasserkraft auch weggespült wurden. Ja, im Uferbereich können wir jetzt nicht viel erkennen. Also, so schaut's aus hier, Flutgebiet. Und wir sehen uns gleich im Ahrtal wieder. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, euch, und habt einen kleinen Eindruck von hier. Wiederaufbau bei vielen stockend. Hilfsprojekte, meiner Meinung nach, bitte weiter fördern und unterstützen für die Menschen, die drauf warten und in der Zwischenzeit weiterkommen wollen in ihrem Zuhause, damit es irgendwann weitergeht. Also, ihr Lieben, bis nachher.